Herzlich willkommen, Leute. Langsam wird's ernst. Ne? Wenn wir langsam nicht ins Botte kommen, dann haben wir echt ein Problem. Was habe ich genommen? Oh, ich habe den Varus bekommen! Ha! Opfer! Sorry. Ja. Wir müssen dringend. Wir müssen jetzt einfach punkten. Ne? Wir haben jetzt hier. Bis jetzt habe ich schöne, viele verschiedene Variationen gezeigt. Jetzt müssen wir engagen. Na, jetzt brauchen wir hier einen Win. Weil sonst wird's echt eng. Warte, hier ist der Link. Aus irgendwelchen Gründen kann ich in meinem eigenen Chat keine Links mehr posten. Ich habe keine Permission. Jetzt, oh, manchmal ist Twitch echt ein fucking Joke. So, diesmal will ich wenigstens fucking Items am Anfang. Oh yes, baby! Yes! Lum Quentalion. Vielen lieben Dank für deinen Sub, sehr freundlich. Oh! Wet Dream. Wir gehen dafür, Jungs. Wir gehen dafür. Ich oh, spüre yes, es. Baby. Big yes. Babalatsche. Vielen lieben Dank auch für deinen Sub. Nehme ich mit. Beide Twitch Prime Subs. Tja, eigentlich wollen wir auch noch die Elise, ne? Wegen Demon. Aber eine Ranger Nobeleröffnung ist nicht bad. Ich mach kurz Licht an. Sofort wieder da. Und der Text wieder auf dem Varus, der stört dir jetzt auch nicht unbedingt, ne? Der ist ja auch eher schön. Ja, wir brauchen dringend Punkte jetzt. Allein hinter Soda zu sein, ist eigentlich schon nicht gut. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal das. Das ist nicht schlecht, ne? Ich meine, die Chance wurde reduziert, aber trotzdem. Cursed shit, still good shit. Ja, doch, warum nicht? I mean, it's... Ja. Sehe ich mich schon, ne? Ein bisschen wenig Frontline vielleicht. Bisschen wenig Frontline, das muss man sagen. Das könnte tricky werden. Aber wir müssen eigentlich auf 4 gehen relativ schnell, ne? Der zweite Schuss bei Lucian zählt, glaube ich, nicht als Auto-Attack, sondern als Spell. Das heißt, es dürfte auf ihn eigentlich nicht besser sein als auf Varus. Spear Lucian ist halt ein bisschen overrated, muss ich sagen. Ah, verflucht, ich hab Schiss. Spear Lucian ist halt gar nicht so gut. Boah, Gott sei Dank, ey. Ich dachte schon, ich bin DC'd. Wir geben das gleich den Varus. Ah, der hockt meinen Lucian, ne? Der Lümmel. Führer mit Spear ist, finde ich, pretty good. Das Problem ist, er spielt gegen Kasarin. Das heißt, im Worst Case hilft's nicht. Doch. Ah, sehr gut. Und jetzt, zack, die nächste holen. Boom, ins Gesicht. Und der wird trotzdem hier sterben wahrscheinlich, weil das alles sehr, sehr ungünstig vom Timing gerade kommt. Ah, wobei nicht, ich hab den Nobelwaff. Und der ist irgendwie AFK. Ach komm! Ach. Mann! Das ist doch. Da kann man einmal im Leben einen Winning Streak am Anfang haben, ne? Und dann kommt da sofort wieder so eine Kacke bei raus. Was willst du machen? Meckern hilft ja auch nicht. Aber ein bisschen tiltet bin ich schon, ne? Bin ich schon ein bisschen tiltet. Weil das war wenigstens mal ein Early, wo wir hätten viel gewinnen können. Varus, könntest du bitte ulten? Mein Schatz. Vielen Dank.
Ach, das tut so weh. Ich meine, das sind zwei Gold, die wir verlieren. Ne? Das ist einmal der Winning Streak Gold, den wir hier hinten raus gehabt hätten, und halt auch das Gold direkt. Macht nicht den großen Unterschied. Ist eher so eine mentale Sache. Und da muss man sich ja jetzt resetten. Nochmal neu angreifen. Ich meine, wenn du das kriegst, nimmst du das natürlich mit, ne? Da führt nicht viel dran vorbei. Snipe-Bonus zu schlecht. Ja, Snipe-Bonus ist nicht so gut, aber ich würde es auch nicht als komplett bad einschätzen. Der Noble-Buff auf dem Garen ist nicht so gut. Da wäre vieles andere für uns besser gewesen. Oh, Gott sei Dank, der Varus ist nicht gestorben. Ah, das sollten wir holen. Sei denn jetzt, unser Garen kann wieder nicht angreifen. Das ist ganz gut. Vasoda ist auf 5 gegangen. Und wir haben auf 4 haben wir die Runde noch geholt. Das ist wichtig. So, was haben wir an Items? Gerade gar nichts. Was wollen wir? Wir wollen Attack Speed. Ranger wollen wir wahrscheinlich Attack Speed. Aber die Ash, die lacht uns auch hier an. Tatsächlich lacht uns auch der Volibear an. Tatsächlich lachen hier sehr viele Dinge. Nur wir nicht. Ah, vielleicht auch einfach ein Tier für Varus, wenn es richtig schlecht. Für Lucian. Oh, wir können Lucian mitnehmen. Giant's Bait ist natürlich jetzt nicht so krass auf dem Lucian, aber er soll uns eher durchs Midgame bringen. Dres? Halt dich zurück. Dres! Ah, ich hatte es doch schon im Gefühl, dass, was das wird. Vielleicht wäre das PF hier besser gewesen. Hard to call. Wir abusen den Bug nicht. Ich habe das Gefühl, ich brauche ein bisschen Power. Scheiße. Ich dachte, ich habe schon Varus. War tatsächlich mein erster. Upsi. Oh, yes, baby! Yes! Booster Rexo, vielen lieben Dank für deinen Sub. Oh nein. Oh mein Gott, wie close die alle gestorben sind. Ne? Aber ist fein, wir haben das trotzdem. Ich meine, wir versuchen halt den Winning Streak zu halten. Das Ding ist, Perky's Comp ist wahrscheinlich mal wieder disgusting, ne? Es sind viele. Oh, yes, Decade baby! Night. Yes! Kappa! Kappa? Kappa? Vielen lieben Dank für deinen Twitch Prime Sub. Heute haben viele Leute rein. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das ist echt freundlich. Rollen wir weiter, ist jetzt die Frage. Was brauchen wir? Lucian würde uns freuen. Ein Darius auch. Ein Garen auch. Eine Ludo, klar. Das sind eigentlich viele Kunde zu rollen. Na, das freut uns alles gar nicht. Vielleicht hätte ich doch nicht rollen sollen. Vielleicht hätte ich dich rollen sollen. Ich weiß es nicht, Ich glaube, ich muss Vayne und Lucian von der Positionierung ändern. Chantau, der Limmel. Alter, die war auch so etwa ja godlike. Gar nicht godlike ist, dass wieder unser Garen den Noble-Buff hat. Der jetzt nicht unbedingt die stärkste Unit von uns ist. BF Elise habe ich auch ganz selten in meinem Leben bis jetzt gesehen. Aber öfter mal was Neues, ne? Oh, Varus. Weiß nicht, Varus 3 ist jetzt nicht so wahrscheinlich.
Ja. Wo du es ist. Können wir aber so stehen lassen, gewinnen wir hier. Aber was ist die Planung für die nahe Zukunft? Nee, nur bis 6 ist erstens nicht so stark und zweitens kriegt man es nur sehr selten. Ich sollte von hier auf Demon gehen. Ich habe die Ranger nicht so getroffen, wie ich sie treffen müsste. Die Noble carry mich ja ganz gut im Early, aber es ist nicht so nice. Noble wäre ganz... Assassin wäre... Ach, Demon wäre ja ganz gut. Weil auch noch diese Raka kommt. Ah, geil. Das ist natürlich jetzt ein kleiner Griff ins Klo. Kein Item. Night Ranger Demon? Ja, Night wahrscheinlich nicht. Night ist halt einfach nicht stark genug in der aktuellen Meta. Ich werde die wahrscheinlich früher oder später rausnehmen. Tja. Reicht das? Ich glaube fast nicht. Ich glaube fast nicht, dass das reicht. Eve finde ich ist eine super weirde Unit. Ich baue die sehr, sehr ungern. Was ist mit dem Jungen los? Tja, da haben wir wieder mal unseren Winning-Streak verloren, ne? Ist aber auch disgusting, ne? Was der da hat an Items. Und wenn ich den 2 hätten würde, wäre es auch fein, aber ich hit ihn halt nicht 2 aktuell. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, ne? Entweder wir kommen jetzt in einen vernünftigen Equip-Sparmodus rein. Oder es wird recht schwer. Level 3 Aatrox gewinnt eh viele Games. Ist fast egal, was er baut. Das finde ich cool. Das ist einer meiner Lieblingscomps aktuell. Guardians finde ich sind. Man hat einfach immer Spaß, wenn man es spielt. So. Ich finde es nicht mal unbedingt mega strong oder so, aber es ist einfach. Man hat das Gefühl, der Aufbau gibt mehr Möglichkeiten, als er sonst gibt. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ich finde zum Beispiel aber auch dagegen spielen nicht schlimm. Weil wir haben jetzt kein Nobel mehr. Aber mein RNG ist nicht so mega nice. Aber es geht. Also zum Beispiel der Varus eben, dass der die Nobel-Buff hatte, das hat die Runde erst close gemacht. Sonst wäre es einfach vorbei gewesen. Das geht echt jede Runde ihre Jordels. Hat doch Spaß. Aber es ist halt auch schwer. Ne? Am Anfang kann man halt einfach nicht so viele Comms. Hat man schon recht viel Verständnis für. Wahrscheinlich bist du aufgestiegen, bist du noch Tier 4. Was für ein Game? League? Oder TFT? Ja, wir können auf jeden Fall wieder Shapeshifter machen. Oh, das ist... Das könnte uns eine lange Zeit carryen, ne?
Das wäre natürlich auch nett, wenn wir weiter für Ranger gehen wollen, aber eigentlich ist der Zug ziemlich abgefahren, ne? Muss man auch fairerweise mal sagen. Jetzt habe ich natürlich vergessen, was wir sonst noch so haben. Mal ein Tier wäre gut, ne? Ein Tier jetzt gut im Kopf. Rückert hat für seine Trex-Comp auch noch den Pfannenwender bekommen. Ja, wir haben jetzt noch einen weiteren Ranger. I mean... Meine Poppy-Ult ging ins Nichts. Bisschen frustrierend. Ha! Hört's. Ah, Ash von Lucian wäre wahrscheinlich sogar tatsächlich richtig gewesen. Ein bisschen mit mir gerungen, ob das der richtige Call ist oder nicht. Das Ding ist, die ganze Comp kostet gerade zu viel Gold. 4, 6. Weige mit 75 Mana und einer Double-Tier ist wahrscheinlich ziemlich witzig, ne? Naja, ich wollte nicht Ranger zu Ende spielen. Nicht das Gefühl, dass es stark ist. Oh mein Gott, ich hab die Beast 3 gehittet. Really fucking strong. Hat allerdings nicht gehittet. Allerdings dafür die Shyvana. Ich meine, seine Narve noch holten, dann gewinnt er das auf jeden Fall. Aber bis dahin darf ich auf jeden Fall noch Leute killen. Jetzt darf ich keine Leute mehr killen. Never mind! Ich habe da einen Verdacht, Jungs. Ich glaube, er ist nicht so glücklich. Uff! Now that was a bummer! Der Varus hatte richtig Bock in den Fight, ne? Also der hat sich einfach gedacht, geh zur Seite, Bitches, I got this. Ja, es wird wohl Yordle, Sorcerer, Shapeshifter. Diesmal allerdings ohne die fette Shyvana. Und mehr über die Sorcerer, I guess. Aber aktuell fehlt mir hier noch so ein bisschen die Fantasie dafür, das zu sehen, wie ich das hier ausspiele. Und wie das gut ausgeht. Das ist so mein Hauptproblem aktuell. Ich meine, die Wellen wird nicht so viel Schaden drücken, ne? Und über die Elise wollen wir ja gar nicht reden. I mean, ist das better? Probably. I guess. Maybe. Not sure. Das ist ein süßer Schaden. Och, wirklich. Da bleibt ihn der Spruch im Hals stecken, oder was? Was ist denn der so schüchtern?
Ja, Ranger hat sich wieder nicht für mich durchgesetzt. Und wieder ist es die Transition. Aber scheinbar haben wir diesmal auch nicht Demon. Ich muss aber auch sagen, dass wir Morgana nicht finden, sackt mega hart für uns zu kommen. Morgana hätte ich hier schon sehr, sehr gerne gehabt. Also ein bisschen erhöhen wir jetzt ja die Chance. Ich würde gerne noch einen Demon haben, aber mein Demon ist halt pretty garbage. Das heißt, wir rollen einmal in der Hoffnung, dass es besser wird. Was es nicht wird, ja, war Double Ninja. Das heißt, wir haben jetzt Yordle Sorcerer. Kein Demon. Meh. Aber wir haben immer noch die Poppy. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Ist der 6. Yordle Tristana oder gibt es noch einen? Oh, holy shit. Ist gerade 6 Yordle? Nee. Hätte nicht 6 Yordle. Ich hätte gerne 6 Jahre, not gonna lie. So, welchen Sorcerer kann ich runternehmen? Aurelion. Was kann ich dafür spielen? Draven? I guess. Draven profitiert jetzt nicht so vom AP-Damage. Ist auch kein cooler Demon oder so, was das rechtfertigen würde. Kindred für Ranger statt Aurelion, ja, maybe. Ist jetzt nicht so mega krass, aber... Better than nothing. Ich weiß aber nicht, was ich jetzt eigentlich gerade lieber hätte, ne? Also ich beschwere mich ja so ein bisschen. Ich glaube, ich muss einfach... Ich glaube, ich brauche einfach generell Tier 2 Units, ne? Ja, Kindred darf hier durchaus ulten. Hat sich ein bisschen Zeit gelassen, aber das ist ja okay, ne? Kein Druck. Kein Druck. Muss jetzt nur sterben, damit der Varus nicht beide abkriegt. Geil, vielen Dank. Geht den Job gemacht! Katus für 6er Sorcerer und Phantom, ja. I mean. Ja. Uff. Shrink Kindred. Alter, was ist denn hier unten los? So, du gehst aber auf Max. Mehr abgeben geht nicht, ne? Irgendwann fallen die halt beide Hände ab. Ah, leuchtet, das wird frei. Ja, das ist ja schon wieder gar nichts. Oh, yes, baby! Woohoo, yes! Tapsi, vielen lieben Dank. Aus Varus noch einen Sorcerer zu machen, wäre ganz nice. Oh, ich habe den Draven eben nicht mitgenommen, ne? Ich krieg direkt noch einen. Die Strafe folgt auf dem Fuß. Ja, Vierer Demon. Wüsste ich nicht, womit. Mit Swain. Werde ich den noch spielen? Ich denke, nein. Den werde ich niemals spielen, weil ich die scheiße finde. Muss mal ganz offen zu sagen. Aus dir werde ich nichts machen. Habe ich Danke gesagt an Tapsi? Ja, ne? Dich werde ich nicht spielen, weil ich nicht mehr auf Shapeshifter komme. Ist die Frage, ob dann überhaupt Nase eine gute Unit ist, ne? Aber was ist die Alternative? Gibt gar nicht so viele Alternativen dann. Oh. Oh, yes, baby! Und Varus hat auf jeden Fall gut Bock, ne? Das kann man nicht anders sagen. Nee, nee, vielen lieben Dank. Ich muss sagen, sein Lucian geht mir hart auf den Sack, ne? Also wirklich auf ein Level. Wo man sich halt echt schon so denkt, so, boah, Alter. Halt doch mal dein Maul. Okay, wir bleiben auf jeden Fall bis zu den Raptoren jetzt hier goldmäßig zumindest noch halbwegs im Rennen. Und da müssen wir langsam ziemlich gut gucken, was Sache ist. Ich meine, wir haben 3 Paare. Wir haben 4 Paare. What the fuck? 4 Paare. Warum nehme ich den Draven mit? So, was ist mein Plan mit dem Draven? Warte mal, was?
Werde auf die Stämme angegriffen, Leute. Macht mich nervös. Hä? Ich werde doch gar nicht angegriffen. Du hast einen angehenden Angriff. Das ist einfach eine eiskalte Lüge. Nicht dumm. Das garantiert Brücke oder so, der mich ablenken will. Ich sag, wie es ist. Chantau. Kindred Ult. Okay, ja, okay. Das wird eher nichts mehr, ne? Nee. Okay. Das. Puh. Das. Uff. Aua. Ja, das tut gut weh. Ja, wegen Swain, weil ich dachte, ich habe irgendwie Shapeshifter drin, aber ich habe Shapeshifter ja nicht mal drin. Wenn ich Shapeshifter ja wenigstens hätte. Werden wir jetzt gleich Level up, ne? Was spielen wir rein? Leveln wir gleich überhaupt? Oder, ich meine, wir brauchen 36 zum Leveln und es kommt kaum Power. Ich glaube, wir rollen gleich wie die Wahnsinnigen. Und dann auf Swain hoffen, aber den kriegen wir dann auch nicht mehr hoch. Ja, wir müssen auf jeden Fall rollen. Und Items wären übel geil, Spiel. Aber stattdessen, gib mir Geld oder was? I hate. Lol, what the fuck? Das wollte ich mir eigentlich zumindest angucken, da waren zwei Arcadis drin. But no problem! Ups. Ist ja andersrum auch gegangen. Könnte ein bisschen mehr Tempo gebrauchen. Aber ich bin einfach langsam und alt. So, dann müssen wir jetzt Items vergeben, ne? Da hilft ja alles nichts. Ja, das, unser Weiger 1 ist halt eine Tragödie, ne? Dafür, dass der so eine wichtige Carry-Rolle bei uns eigentlich einnehmen müsste. Dass mein Varus aus der Corner rausgegangen ist, ist auch eine Tragödie. Dass meine Kindred ultet, obwohl niemand drinsteht, weil mein Varus aus dem Ding rausgegangen ist, ist auch eine Tragödie. Und dass wir wieder verlieren, ist ziemlich bad. Fucking hell, ja. I don't know. Es war eigentlich nicht so bad. Und dann wurde es bad. So. Ja. Ey, Ranger Demon wäre nicht gut gewesen. Also klar wäre es gut gewesen, aber wie wird es denn dran kommen? So, ich meine, das ist ja nicht vom Baum gefallen. Fucking hell, ich meine, das ist ziemlich close, alles beisammen. Wenn ich die Runde einfach schneller rerolle und nicht so lange brauche, ist, glaube ich, denke ich, fein. Die Items waren okay, ne? Kann man sich nicht wirklich beschweren. Die Items waren schon okay. Was ist das? Shapeshifter Demon Yordle Sorcerer. Oh, lol. Okay, die Kate ist auch noch Sorcerer, okay. Ja. Dadurch ist er auch erst Sorcerer. Ist eine coole Kom. Sieht man so selten.
Ich hätte vor der letzten Runde, wenn ich nicht so lange brauche, verkaufe ich quasi den einen kleinen Weiger, gebe die Double Tier Aurelion. Oder ich hätte es wahrscheinlich sogar nahe geben können, einfach irgendwem. Doesn't really matter. Und dann gewinnen wir quasi damit die Runde. Anstatt halt den Weiger zu haben. Dass der Varus da aus der Alke rausgegangen ist, ist natürlich trotzdem gigaharter Täter, so. Weiß nicht genau, wie das passiert ist. Dass ich corner und meiner rennt raus. Das ist schon eher random. Aber die zweite Runde, die im Early gut lief, ne? Muss man sagen. Aber warum steht er denn die ganze Zeit, dass ich angegriffen werde? Oh Mann, nervt doch nicht. Na, man weiß es nicht. Ach, ärgerlich. Aber auch nicht so mega wild. Poise Comp ist schön. Das so. Das mag ich sehr. Da will man gerne erkennen, ist sehr, sehr stark gegen die ganzen Assassins. Das Ding ist, er muss so aufstellen, dass die Shyvana nicht im Mana kriegt. Das heißt, dass irgendeiner ihr Demons von seinen Demons da sofort draufhaut. Und damit ist Solo raus. Aber Pokémon, muss ich sagen, macht das sehr, sehr gut. Ne? Und der ist jede Runde in der Top 3. Außer er hat einen DC. Absolutes Biest, der Junge. Was haben wir hier? Hier haben wir Guardians. Guardians Elemental. Finde ich ein bisschen wenig Damage. Aber kann man garantiert spielen, ne? Jetzt hat er noch 4er Glacial. Ist garantiert solid. Das ist garantiert cool. Aber die Demon Comp sollte auch dagegen stark sein. Ne? Die hat genug Mana Burn. Die ist über die Yordles lang genug auch, gut genug auch in den langen Fights. Die hat den Disengage. Und der hat auch noch das Dragon Claw Ding, was hier ziemlich strong ist. Aber sein Brand hat gerade gut gecarried den Fight. Wird trotzdem nicht reichen. Also es kommt zumindest nochmal in die Drag Round, ne? Ah, jetzt hilft dir natürlich Assassin schrecklich wenig weiter. Ah, wobei, es geht sogar. Ist die Frage, was Pocky noch ändern kann. Oh shit, ich habe mein Mausbild geändert. Ich glaube nicht so viel, ne? Warte mal. Kasadin hat er auch noch drin für extra Mana Burn oder was? Ach, und weil Sorcerer ist. Du hast 6 Sorcerer? Oh ja, der kennt das Sorcerer. Oh, holy shit. Ja, das auf Ken jetzt nicht so mega geil, aber das Ding ist, auf wen soll das sonst machen? Okay, die Aufstellung war natürlich jetzt Big Troll für Drake. Dominiert die Runde wie sonst was und verliert gegen Drake. Lol. So, damit den DMT-Pings. Okay. Das ist ein Weiger 3 und ein Mogenna 3. Und er stellt trotzdem 8 auf. Ja, ich würde sagen, das waren minimale Power Spikes, die da gerade noch kamen, aber ich könnte mich da auch irren, ne? Hat er einfach aus Langeweile Ken Hurricane gegeben? Na gut. Ich meine, es ist so lange fun und schön, bis diese Morgana hier hinten ihre Ultimate macht, aber scheinbar kommt sie nicht mehr dazu, weil es einfach vorher vorbei ist, oder was? Naja, verliert das einfach jetzt.
War nicht schlecht. Ja, damit die nächste Runde für Brocky. Glückwunsch dafür. Und morgen gibt es die letzte Runde. Hab ein bisschen verkackt beim Turnier, ne? Merkt das schon.